Hallo und herzlich willkommen hier auf FujiFresh LP bei meinem Let's Play zu Adera oder wie man es auch immer nennen mag. Und wir waren hier letztens bei diesem kleinen Rätsel stehen geblieben. Und ja, das sind alles Dinge, die ich verschieben kann. Also ich kann diese Dinger verschieben und ja. Okay. Ach, das geht nicht. Muss ich wieder zurück. Das geht auch nicht. Muss ich wieder zurück. Das Ding umdrehen. Das wieder dahin schieben. Das dann dahin. Das zurück. Das drehen. Dann das wieder hier drehen. Zurück. Ich entschuldige mich auch jetzt schon mal dafür, dass die Maus oder der Zeiger des Mausdings ein wenig verbuggt ist. Dafür kann ich nicht wirklich was. Ein Visionsstein wird von Generation zu Generation weitergereicht, von Mutter zu Tochter. Wow, diese Kugel gehörte meiner Mutter? Ja, genau. Also verlier sie nicht. Ich habe deinen Transfer organisiert. Dein Kumpel Hawk wartet schon. Hawk, ja? Wie hilft mir das? Was ist das für eine Notiz? Vielleicht eine Art Wegbeschreibung. Am heutigen Tag, da kam er nicht zu Peru. Wie läuft? Nur die Ruhe, ich arbeite dran. Wir kreisen schon ewig über dem außerirdischen Gekritze. Bist du dir sicher? Hab, die Geoblisten sind nicht von außerirdischen. Ich muss nur das Rätsel lösen, hier ist wieder ein neues Rätsel. Man sieht denn hier Symbole und ich muss jetzt wahrscheinlich suchen, was ähnlich ist. Das sind irgendwie Flugobjekte oder so, würde ich das entziffern und nehme ich halt mal das. Hier sind Gekreise, da sieht diese Schlange oder was das sein soll, so ähnlich aus. Das sind Tiere, nämlich das. Gebäude oder Bauwerk, das und Insekten. Frag mich nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Das heißt, irgendwo hier zum Zielort. Muss der CO sein, ja. Jane! Jane? Wir sind fast da. Oh, tut mir leid. Ich habe gerade an Großvater gedacht. Ja, ich auch. Ich glaub's nicht, dass er von den Toten zurück ist. Irgendwie gruselig. Ich kann's auch kaum glauben. Ich war erst 10, als man mir sagte... Ich weiß nicht, aber hört ihr das? Und jetzt suchen wir ihn. Also keine Erklärung, nicht. Rede. Hey, siehst du das? Die Kugel leuchtet. Okay.
Hey, alles okay? Du warst kurz weggetreten. Hawk, was ist da oben passiert? Alles hat verrückt gespielt, nachdem die Kugel anfing zu leuchten. Ich schätze, das ist sowas wie das Bermuda-Dreieck. Nur trockener. Sehr witzig. Sicher gibt es für all das eine ganz irdische Erklärung. Die muss es geben. Wir sitzen fest, wenn wir den Hubschrauber nicht aufrichten. Kannst du was suchen, mit dem wir ihn aufrichten können? Mal sehen, was ich finde. Die Kugel leuchtete auf und vibrierte genau in dem Moment unseres Absturzes. Vielleicht handelt es sich um einen Transmitter oder einen Peilsender. Vielleicht hat die Kugel das Signal gestört, als wir ein aktives Radiofeld passiert haben. Ich weiß, dass es hier ein hochentwickeltes Observatoriumszentrum gibt, aber es liegt viel höher, etwa 4500 Meter über dem Meeresspiegel. Trotzdem fällt mir im Moment keine bessere Erklärung ein. Hawk denkt immer an eine übernatürliche Erklärung. Ich bin froh, dass er jetzt den Hubschrauber repariert hat und mir das wissenschaftliche Denken überlässt. Sobald er den Hubschrauber wieder flott gemacht hat, können wir neu starten. Ich gehe hier nicht weg ohne ein paar Antworten. Dann haben wir hier das vom vorherigen Mal. Hab ich denn irgendwas? Ich habe ein Brecheisen. Eine Brechstange. Das ist eher nicht das Richtige. Na gut, geh ich erstmal wieder zurück. Dinge noch, die ich vielleicht übersehen könnte. Nee, erstmal nicht. Wir gucken uns erstmal das an, was das da ist. Was für ein kunstvolles Schloss, fast zeremoniell. Wohin es wohl führt? Das heißt, ich muss, als ob ich da Tierfiguren finde. Noch eine Metallscheibe. Was ist das? Werden wir noch später aufkommen. Kaktus. Kann ich mit der Metallleiter? Ah. Mit dem Holzbalken kann ich doch bestimmt. Bernstein. Ein gefüllt mit Bernstein. Quarz-Aalvogel? Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Aber sieht aus wie eine Insignie, die da reinkommen könnte. Das muss ich mal angucken. Das passt genau rein. So, als ob ich hierfür noch was bräuchte. Hab ich aber noch nicht. Na gut, gehen wir erstmal wieder zurück zum Flugzeug. Und versuchen das mit dem. Ja, das funktioniert.
Danke. Der Hubschrauber sollte in ein paar Stunden einsatzbereit sein. Ich werde mich mal umsehen, falls wir zu Fuß von hier weg müssen. Okay, bleib in Kontakt und halt dich von Außerirdischen fern. Gibt's in der Wüste Außerirdische? Auf jeden Fall nehmen wir erstmal diesen Handschuh hier. Ich glaube, hier ist nichts. Da ist eine Wasserflasche. Ich will die Wasserflasche mitnehmen. Oder ist das immer nur was? Gut, hier scheint erstmal nichts zu sein. Gehen wir dann super zurück. Ich muss mir dieses Ding nochmal angucken. Vielleicht kann ich es mit der Brechstange. Da liegt was. Ich hab die Taschenlampe. Ach du Scheiße. Ja. Nee, da muss ich was anderes. Aber warte mal. Ich hab da den Handschuh. Vielleicht kann der mir da irgendwie helfen. Ja! Cool. Kann ich das auch hier einbauen? Die Schlange sieht eher aus wie, keine Ahnung. Was anderes. Grauer Granit Klangstein. Ich weiß nicht, wofür man den braucht, aber... Eine Silberblumenringmünze. Ich gehe nochmal zurück zu dem Kasten. Anleitung. Zieh Gewichtsscheiben in die Halter. Finde das richtige Gleichgewicht, um beide Halter exakt auszurichten. Ah. Um dann halt so eine Schnitzerei zu bekommen. Das heißt, ich muss jetzt nee, ich mach die und die. Das ist mir zu viel. Also die da rein, dann die, dann noch die, nee, es ist zu viel, die, es ist auch zu viel. Nochmal die hier, und das ist auch zu viel, ach Gottchen. Das heißt, die müssen dann hier rein. Jawohl, und ich habe die Schnitzerei. Dann baue ich die hier mal hier rein. Es öffnet sich. Das an der Canyon-Tür war beeindruckend. Die Schnitzerei ließ sich eindeutig auf eine alte Kultur schließen. Aber der Schließmechanismus, die Technologie ist sehr viel fortgeschrittener als alles, was ich bisher gesehen hatte. Ich bleibe lieber in der Nähe des Hubschraubers, aber Hawk meinte, er müsste ein paar Stunden für die Reparatur brauchen. Außerdem kann ich nicht nur rumsitzen und warten, wenn die Möglichkeit besteht, dass mein Großvater noch am Leben ist. Ich verstehe überhaupt nicht, warum mein Vater mir dieses Geheimnis so lange verschwiegen hat. Allerdings verstehe ich ohnehin nur die Hälfte von allem, was mein Vater tut. Wie dem auch sei. Ich habe das Gefühl, die Antwort liegt gleich hinter dieser Tür.
Draußen sieht's echt heiß aus. Wozu eine Tür, die nirgendwo hinführt? Oh, die Kugel. Sie leuchtet und vibriert wie ein Hubschrauber. Ihr seht ja, unten ist so ein starkes Leuchten. Ich muss Dreiecke und anderes Zeugs einsetzen. Tippe die... Entschuldigung. Es tut mir leid. Tipp die Puzzleteile an, um sie zu drehen. Zieh sie auf die Umrisse, um das Bild... bis das Bild fertig ist. Ist jetzt nicht allzu schwer. Ja, das ist halt ein wenig grauer geworden, das heißt, es passt. Das zum Beispiel passt nicht, aber so passt es. Das passt nicht. Jetzt setzt man dieses Dreieck hier ein, das wird natürlich. Oder auch nicht. An wie ein nein no. Das passt dann das genau dann das und das gucken was jetzt hier passiert. Helle, geht das? Der Obelisk aus der Kugel. Er ist hier. Aber wie? Bevor wir diese Aufnahme jetzt beenden, kann ich da diesen Honigtauchschmetterling. Ein Würfel. Und ich würde sagen, ja, freut dich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play Adara oder Adara. Mann, es ist doch egal. Ich hoffe, ihr seid auch. Bevor ich die Aufnahme beende, nehme ich dieses Taschenmesser mit. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und tschüss und auf Wiedersehen.